Herr Rheindorf-Altach und dem FC Dornbirn. Die Partie bereits im Gange und wir starten gleich in die Live-Übertragung mit einer ordentlichen Chance. Oder zur Stundenmarke da noch eingewechselt werden. Jetzt ein unguter Ballverlust und Tanque wieder in Richtung Santin. Und da schlägt Eckmeier vorbei und es steht 0:1 für den FC Dornbirn. Phase zwischen Brucker, jetzt mal mit der Seitenverlagerung. Guter Ball. Ingolic, Reiter. Ingolic. Und da ist Manuel Prietl. Und die Kugel springt über Morscher drüber. Noch mit von der Partie sein. In den Kabinen. Lange Ansprache hat es wohl nicht gegeben. Die Alter kamen relativ zeitig wieder zurück aufs Feld. Und da haben wir gleich den ersten Abschluss. Geht durch. Mike Behre, Schiedsrichter, und so bleibt der erste Halter im Angriff. Jetzt schöne Täuschung von Nosser Dokpolor. Die Flanke auch nicht von schlechten Eltern. Amir Abdianovic, schwierig zu nehmen. Das Heimspiel gegen den WRC. Währenddessen sehen wir die Chance für den FC Dornbirn. Dornbirn wird wieder vorstellig. Gebauer entschärft das erste Mal, wird gleich wieder gefordert. Das ist eine klasse Aktion von Dornbirn. Schacht. Ebenso Edokpolor und auch Dominik Reiter bewegen sich Richtung Auslinie. Vorzuwerfen, dass sie es nicht versuchen würden. Der Bundesligist möchte sich hier nicht mit einer Niederlage abfinden. Gebauer. Und da ist das Tor. Lukas Fadinger mit dem 1:1. Einmal schnell über die Seite kombiniert. Und dann ist unser Neuzugang aus dem Sommer zur Stelle. 1:1. Wirklich anzumerken, den Bundesligisten, dass sie dieses Spiel noch drehen wollen. Dieses Mal Lukacevic mit links. Den kann er nicht direkt reinbringen. Aber er findet Nuhiu. Jocic im Zweikampf. Das macht er sehr gut, der Kroate. Und jetzt wäre links sehr viel Platz für Lukacevic. Und den bekommt er vors Tor. Und da ist doch noch das 2:1 für den SC Altach. Last-Minute-Treffer von Leonardo Lukacevic. Endstand. Der SC Altach besiegt den FC Dornbirn mit 2:1. Lange hat es nicht danach ausgesehen. Aber besser später als nie.